gerade bei so einer Sache, jetzt liegen mir wirklich 6k Gold, ach die Rainer, das ist für der Gegner, das haben wir nie gesehen. Jetzt liegen mir 6k Gold vorne, das ist nicht hart. Und Mundo, warum machst du deine W an für sowas? Das zieht dir nur Leben, aber ich würde dir das schon lassen. Und dann schafft deine Sinn rein. Das ist nicht fair, wieder mal. War es im Sinne nicht, da ich rausgehen musste. Oh, da kommt der Trash vom Trash. Und tot. Und auf der Morgana drauf. Und bam, 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 bam. Und da wurde ich wieder terminiert. Mundo kriegt da nichts mehr auf die Reihe. Nee, Mundo. Du fühlst mich ja nicht sterben. Flash versucht. Mundo. Mundo überlebt das. What the fuck? Mundo überlebt das. Nein. Mundo überlebt leider nicht. Da versucht Flash aber irgendwie in den Sinn zu bekommen. Aber auch das wird nichts. Das hat alles leider nicht geklappt. Da bittet sie sind gerade Hilfe beim Blue-Buff, weil er allein nicht mehr hinkriegt und den weghaben möchte. Aber sie pushen lieber durch. Was aber ein bisschen zu spät ist, da sind wir wieder. Ich gehe runter auf die Botlane, dachte mir, okay, machst du Split-Push. Warum nicht? Wir sind gerade in der Fähigkeit, das machen zu können. Es war zwar 12-12, aber wir hatten natürlich schon 5 Power geholt und die noch gar keinen von uns. Da habe ich noch alle Tower und ich glaube, das hat sogar mit richtig viel Leben. Mit Tower hat noch mehr als die Hälfte. Wir können mal hochgucken kurz. Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Mehr als die Hälfte. Also da ist auf jeden Fall nicht viel Schaden entstanden. Und da komme ich an mit meiner Wave. Und da, Amumu, der Stun. Und Amumu bekommt den Kill. Sehr gut, weil sonst würde ich langsam alle Kills bekommen. Das wäre nicht ganz so intelligent und ihr seht schon mittlerweile 9-2 für mich. Was geht ab? Mundo, jetzt die Ulti aktivieren, wegrennen einfach. Ja, super, genau. Ulti von Lesim raus. Und da stirbt der Ryze höchstwahrscheinlich jetzt. Der Hatterling geht ordentlich ab. Sehr schön, gut gemacht. Boah, Flash raus, das war ein super Flash. Aber trotzdem noch gestorben. Und wenn er Pech hat, stirbt er. Sie ist auch am Fall gefunden in den Minions. Das ist richtig dumm von dir. Tja. Minions okay. Minions do you okay. Und wir mittlerweile. Beim Mimikyo des Gegners. Tower get down gemacht. Tja, was willst du machen, ne? Vier Leute sind aus dem Gegner, die wir brauchen. Also keine Sorgen machen. Den Tower kriegen wir easy. So, wir bleiben noch ein bisschen. Sau kommt zurück. Das weißt du, da Flash sollte jetzt gehen. Das ist der Moment, wo er gehen sollte. Ich versucht mich irgendwie zu catchen. Erwischt mich auch kurz. Trifft mich dann aber nicht mehr. Flash stirbt da leider. Da kann ich nichts machen in dem Moment. Aber er wurde noch. Derzeit machen sie hier gerade im Break. Ja, könnte ein bisschen Lowlight Eisgang sehen. Amumu ist Lowlight dabei. Ansonsten sieht das auch sehr gut aus. 18 Minuten 45, 13, 17, 9k Unterschied. Langsam macht es sich gut, macht es sich bezahlt. Das war jetzt nicht so intelligent von dir, Katharine. Machen die beiden, okay, Pink wurde gesetzt und der andere Pink wurde zerstören, sehr gutes Ding. So, jetzt sind wir das mal wieder der Red Buff, die versuchen wir jetzt zu pushen, um den Tower zu bekommen. Ich natürlich sofort rein. Und da flasht er, hätte eigentlich nicht flashen brauchen, und zwar ganz easy Kill, das war ein ganz easy Kill, der hätte nicht flashen brauchen, mit seiner Ulti wäre das ganz einfach gewesen. Aber okay, da Trash gleich wieder Counter Ward. Für den Counter Ward gerade sehr gute Arbeit. Also Trash gefällt mir wirklich sehr gut, wir haben schon einige Supporter. Ah, Mundo ein bisschen too greedy, wir wollen ja noch nicht hier. Oh, da kommt der Sinn.
Da kommt es hin und stirbt. Katholik ist auch tot, aber auch nicht sau, stirbt. Doppelkill. Und jetzt zieht mich erstmal zurück. Bevor dann sowas passiert. Ja, mit seinem Powerfighten, da hat sich ein Hook verhuckt, möchte man meinen. Binding von Morgana, war klar, dass das nicht verbaut wird. Da war meine Ulti ein bisschen sinnlos, aber ist ja auch egal, ich habe sie alle 30 Sekunden. Gucken wir uns mal die Items an, also bei 3:3 habe ich natürlich das höchste Itembild momentan. Morgana hat so wirklich gar nichts. Und da frage ich mich, zum Beispiel, warum kauft Morgana sich jetzt Armor Penetration Schuhe? Das bringt absolut keinen Sinn. Wenn du siehst, dass ich als Lucian so hart gefeatet bin, wenn du das siehst, warum kaufst du dir keine Rüstungsschuhe, um den Lucian auszukausern? Ah, Mundo, das ist dein Sohn, würde ich sagen. Ja, genau. Warum kaufst du dir keine Rüstungsschuhe, um den Lucian auszukausern? Ist genauso, deine Sinja macht gut, der kauft sich langsam, der geht auf Warmhof sofort. Wenn er... Hat jetzt, glaube ich, sind das die Tabis? Ne, das sind doch die Tabis, oder? Ne, das sind die Merkur-Schuhe auch. Na, weiß ich, was das... Kassadin macht momentan noch keinen Schaden. Ich würde an deiner Stelle auch mehr auf AP, auf AD-Resistenzen gehen. Wenn du siehst, dass jemand so gut gefeedet ist. Zudem der Mundo ja auch noch gefeedet ist und der ist ja auch AD. Weiß nicht. Rice. Bild ist ganz okay, glaube ich. Vielleicht hätte er sich auch nicht unbedingt. Ach, die Magieresistenz. Die gehen alle sofort auf Magieresistenz. Die haben mehr Angst vor dem Kassadin, der einen Kill hat, als vor dem Lucian, der 13 Kills hat. Weiß nicht, ob das in dem Moment so intelligent ist von euch. Doch, das Xara kauft sich absolut kein Tank-Item. Blast Whisper als First-Item, wirklich? Was, wo ist das denn? Als, weiß nicht, du gehst normalerweise First-Item, entweder Blade of the Rune King. Oder, Warmwolf oder sowas. Aber Blast Whisper als First-Item, naja. Streiten sich die Geister. Der Mundo versucht da alles. Kriegt es leider nicht mehr hin. Oh, da kommt wir, da kommt wir, da kommt wir. Oh mein Gott, da versucht. Die Laternen sind ein bisschen ungünstig. Und da kommt der absolute Super, noch kein Ding. Und da kommt der zweite Kill mit der Ulti. Super. Der vergessen, der ist nicht aufzuhalten. Ich war in dem Spiel wirklich legendär, glaube ich. Ein bisschen anhitten. Und da ist die Morgana gefangen. Und tot. Und oh, da muss ich weggehen. Da habe ich noch mal Leben. Auch Kavalin. Oh, Kavalin. Tot. Das sieht nicht böse aus. Das sieht böse aus. Ich weiß nicht, wer da mal weggehen. Aber wo, was tust du da? Die Vayne noch gekillt. Oh mein Gott. Das war der Moment, wo ich weggehe. Er flasht in den Amumu rein. Absolut useless. Aber killt uns doch schon beide, weil ich eine super Aktion gemacht habe und zu früh reingegangen bin in die Sau. War meine Schuld in dem Moment, gebe ich ehrlich zu. Und ja. Wie sieht's denn aus? Killtechnisch ist es ganz okay. Die halten uns gut auf den Laufen, machen aber zu viele 1-1 kämpfen. Die sollten uns echt anfangen, irgendwie einen Tower zu pushen oder so. Weil wir haben 6 Tower. Das bringt uns einfach einen Vorteil von 11.000 Gold. Wir haben auch schon Drake gemacht. Langsam, Freunde, wird es kritisch für euch. Wenn ihr weiter so 1-1 Deaths macht, dann könnte das böse für euch enden. Mal so gesagt. Also da solltet ihr euch jetzt schleunig was überlegen. Damit sich das besser. Lass doch kurz was trinken. Das ist. Also so viel zu reden ist mega anstrengend. Da kommt der Mundo wieder.
wo ich mich wieder frage, was macht der Mund da drüben im Jungle? Wir sind nicht gefeedet. Kids-mäßig bin nur ich gefeedet. Was macht der Mund drüben gegen drei Leute im Jungle? Wird jetzt höchstwahrscheinlich gleich gekickt. Wird nicht mal gekickt, er stirbt einfach so. Wir haben Drake machen wieder. Ja, was willst du da noch tun, ne? Dash, die Fokus sind leicht trash. Nee, nicht. Und da, Amazon, mit der Ulti am besten wieder voll die Ulti gesetzt. Und das ist der Wind des Teamfights, da können sie nichts mehr machen jetzt. Wenn jetzt stirbt, höchst noch eine Morgana. Ja, ich bin lauter als Morgana tot. Kill für mich auf jeden Fall. 17-3 ist echt heftig. Da hat Kavadin den Kill geholt. Aber egal wie gut ich bin, ey. Selbst wenn ich solche Scores habe, ich krieg niemals zu Penta oder sowas hin. Das ist bei mir echt ein Ding der Unmöglichkeit. Und Amumu geht rein gegen zwei. Ich bin ganz woanders im Moment, aber haben sie gut hingekriegt. Amumu stirbt leider dabei. Trash muss da jetzt rausgehen, sonst stirbt er auch gegen den. Oder aber so. Aber Katalin sollte dabei jetzt schon. Ja, Katalin ist tot. Dann krieg ich ordentlich Damage! Ordentlich Damage! Kill ihn aber noch! Kill ihn noch! Und auch noch die Morgana! Doppelkill für Lucian wieder! Da kommt der Ryze, den kriegen wir natürlich nicht so einfach weg. Versuche ich gerade so ein bisschen zu dodgen. Und da rennt er weg, da rennt er weg! Da haben wir wirklich viel gekriegt! Das weggehen, damit er nicht richtig so in die Gedanken kommt. Er geht natürlich jetzt back, hielt sich wieder auf, um wieder zurückzukommen. Da kommt das Sinn, die kriegen wir natürlich so nicht das Down. Ich versuche gerade noch. Da hat er mich noch rausgekickt. Da hat er mich noch rausgekickt. Ich sterbe dabei aber trotzdem, weil da konnte ich dann nicht mehr ausweichen. Das war dann zu viel für mich. Der Mundo, ich weiß nicht, der ist ein bisschen. Sehr, sehr greedy, würde ich sagen. 4-8-5. Also wenn wir nicht so hart dominiert hätten, wir hätten das wahrscheinlich wegen Mundo verloren, muss man mal ganz ehrlich sagen. Du solltest da vielleicht aufpassen, wie du Mundo spielst. Du bist ein Hinrennen-Attack-Champ, Hinrennen-Attack-Champ, Hinrennen-Attack-Champ. Immer mehr, weißt du so? Mit deiner Q tust du eigentlich poken ohne Ende, aber gehst nicht direkt in 5 Leute rein. Das ist Schwachsinn. Du pokst einfach eher so ein bisschen, rennst dabei weg oder rennst dabei hinter jemanden her. Und dann kommt der Momo, super, der Stun noch nicht rausgehauen, sehr intelligent. Das wäre der Moment für den Stun für die Vayne gewesen, aber okay. Jetzt die Ulti, super Teil. Eiskalt gemacht. Ich komme von hinten hinterher gejumpt. Das Spiel geht noch eine Minute, jetzt wird wahrscheinlich der letzte Push stattfinden. Ich flashe hinterher. Hau die Ulti. Hier die Wave, Morgana fehlt mega viel Leben dabei. Natürlich erstmal nach unten und geholfen. Trash hooked. Das flasht der Besinn weg. Sehr gute Aktion von ihm, muss man einfach sagen. Und dann flasht der nächste weg. Ja, jetzt wird natürlich hier gefeiert, hart und so. Er würde jetzt, müsste jetzt eigentlich einer tanken. Amumu tankt das Ding und wir holen uns den Tower. Der Sinn kommt rein und ist noch nicht tot. Ich würde ihn wieder tauchen. Da ist gut, dass Mundo sich so vorne hinstellt und die Leute davon abhält, so nach dem Motto, ich bin Tank, ihr kommt hier nicht vorbei, ohne Schaden zu kassieren. Das ist eine sehr geile Idee. Da kommt, da kommt. Oh. Ist eine Doppeltötung, da ist das Ding. Das kriegt noch drei Personen, das wird noch einer. Leider hat er gar nichts gerade. Warte mal. Das ist doch nicht jetzt einfach. Das ist doch nicht einfach. Wenn ich nämlich die Welt kille, ist das ein inoffizieller Petter. Das war ein inoffizieller Petter. Der fuck du. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ich habe alle 5 geslayt. Das war ein inoffizieller Penta. Bitches. What the fuck? Ja, lol. Bin ich froh, dass ich mir das nochmal angeschaut habe. Ich habe alle... Moment, das schauen wir uns nochmal an. Geht das nochmal? Ich weiß nicht, wenn das hätte ich geladen, das mal... Genau, die Stelle. Ein Turm des blauen Teams wurde zerstört. Ja, das geht, glaube ich, nicht nochmal so... Egal. Also, wenn es euch gefallen hat, meine lieben Freunde, dann, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr irgendeinen Champ sehen wollt, irgendeine spezielle Map oder so, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein inoffizieller Penta, ich werde es nochmal nachschauen. Ich freue mich gerade mega, dass ich mir nochmal angeschaut habe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Traumhaften Tag, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich gucke zu viele Floyd, das mit dem traumhaften Tag habe ich von ihm. Medien, sie sind so schlimm.